Hier ist noch ein Einzimmer. Und da noch. Vielleicht haben die beiden verhindert, dass sie jetzt mit der Fahrstuhl weitergehen, also weil ich noch nicht alle Gegner getötet habe. Kann ich mir eigentlich sparen, das mitzunehmen? Ich nehme es halt mit. Also kurz wieder beenden, Schwebemodus und wieder aktivieren. Sonst werde ich ja auch drinnen gefangen sein. Hier sei nicht gut zu erkennen, also hier die ganze Karte. Naja, gut, das ist ja Streckennetz, also das ist ja hier keine Lagekarte von der Station hier vom Bahnhof. Steht zwar, also Türkontrolle hier, nur autorisiertes Personal, aber das sind bestimmt nicht hier diese Klappen hier gemeint hier. Ich glaube, mir erinnert mich wieder an der Tür in der Kaiser Wolfenstein. Das war hier die Lampe. Ich dachte, da läuft irgendwas. Warte überall hier, man sieht dann nirgendwo mehr noch Gegner oder irgendwas. Die beiden Idioten hier halt. Beiden Idioten, also das waren die einzigen Lebenden außer mir. Die habe ich ja mit Absicht verschont. Ja, und die Typen da hier mit der Klappe, also die sind ja automatisch dann von dem Ding da zerquetscht worden. Das selbst war da, also jetzt ist er halt verschwunden, jetzt liegt er noch die Waffe. Wenn alle Strecke reisen, dann muss ich halt mal ganz kurz einen Browser aufrufen. Also ich habe jetzt nicht mehr exakt das Ding im Kopf hier. Tut man ja normalerweise, wenn man partout nicht weiterkommt, einfach das Level übergehen. Also das muss, ist dann natürlich cheaten. Also ist klar, das ist dann kein normales Spielen mehr. Tut man ja einfach das Level übergehen, also tut einfach hier die Konsole aufrufen und tippt halt ein, dass er zum nächsten Level springt. Also in dem Fall Mall. Muss ich aber erst mit eurem Browser nachgucken, wie der genaue Code dafür ist. Go to so und so. Kennt man ja auch von anderen Spielen. Was soll ich jetzt hier aber sehen haben? Dass ich den Fahrstuhl da nicht öffnen kann, hier die Tür. So war es auch F. Ich gehe. Ich will nicht pissen, ich will. Ich will das Ding hier, dass die Fahrstuhltür sich öffnet. Hier drüben ist ja G, also leuchtet ja G. Der war es ja definitiv nicht. Ach, jetzt erst hat er sich geöffnet. Also jetzt geht's weiter. Also irgendwo gibt es ja haufenweise Hänger und wie sagt man, Bugs. Geht da wieder zu. Ja, und jetzt?
Oh Mensch. Wieso fährt das Scheiße nicht mit mir weiter? War jetzt nur, weil die Klappe da noch nicht runtergefallen war. Immer noch nicht. Was willst du von mir? Fahr los. Tut mir leid, Leute. Also, ich bin jetzt auch mit meinem Latein am Ende. Ich habe keinen Fehler gemacht, soweit mir bekannt ist. Man hat es ja hier gesehen. Ich habe es ja schon mehrmals durch. Hier wahrscheinlich, wo ich es das erste Mal installiert habe, hier 2006. Dann habe ich es vergangenen Jahr komplett durch. Aber da habe ich es ja nicht aufgezeichnet. Also da war es mir egal, ob ich hier ein bisschen nachhelfe und schwebe und dann fliege. Jetzt wollte ich es halt für die Aufzeichnung so machen, dass es auch andere nachvollziehen können. Und trotzdem gibt es hier irgendwie nur Probleme. Ist ja nicht so schlimm, wenn mein Kanal hier kurz zu sehen ist, der ist ja bekannt. Und wie Google aussieht, also die Startseite ist ja auch keine versteckte Werbung oder irgendwo. Mal, 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 mal. Ich sehe hier nur zwei Dinger hier unten. Hier Mall Outside, also das ist es definitiv nicht, da komme ich das nächste hin, dann hier Mall 2. Ich hätte es nicht über den, ja gut, hier was ich gespeichert hatte, hier der Mall, der Speicherplatz, ich hätte es nicht drüber speichern dürfen, aber da war ich am Ende von der Mall, also wo ich dann den Ausgang nicht gefunden habe. Ich möchte ja schon eigentlich die Mall hier komplett zeigen, also im Let's Play. Also ich habe ja erstens den ZP-Station über Mall drüber gespeichert, aber ist ja wurscht. Also wie es einfach mal.
Nein, das war's nicht. Wie ist der Scheiß Schiedgold? So leid schon wieder von mir. Also kann ich jetzt nicht mehr das Menü hier aufrufen. Er ist doch nicht hängen geblieben, also warum lässt er mich jetzt nicht mehr ins Menü aufrufen? Da nicht weg, wenn ich hier erstmal nachschauen will, ob irgendwo was hängt. Na, nö, also. Manager sagt alles okay, also daran liegt es nicht. Sagen, was war das für ein Geräusch, aber das war mein Mobiltelefon. Will der mich verarschen hier oder was? Thank you.
Braucht er eigentlich die beiden Idioten hier gar nicht, also mit seinem Scheißschlüssel da. Eigentlich müsste doch der Fahrstuhl sofort hier funktionieren. Jetzt. Und jetzt geht's komischerweise. Klasse. Ist krank, also total krank. Moment bitte. Hätte ich mir hier das mit dem Cheat-Code sparen können, also das ist ja nicht wirklich Werbung. Ne? Und man hört so bereits laute Rockmusik, also ich mache jetzt einfach ein Stückchen lauter. Ich werde das erstmal nicht mehr großartig reden hier im Kaufhaus. Okay, weil ist Blödsinn. Hier, man versteht mich ja nicht, wenn die ganze Zeit die laute Rockmusik spielt. Ich mache nur etwas lauter, dass die Rockmusik halt angenehmer ist. Sekunde, geht klar los. Geht klar los. Ich mache mir nur eine Kippe, weil wenn ich jetzt, ich rede die ganze Zeit, während ich weiter spiele und aufzeichne, kann ich wenigstens nebenbei eine grillen. Da gibt es ja nicht das Problem wie sonst, dass ich nuschelig rede, weil ich gleichzeitig noch die Kippe im Mund habe, während ich hier Hände und Maus und Tastatur habe. Nicht so lange. Thank you.
fliege jetzt nur gerade, weil wie gesagt, es soll ja zügiger gehen. Das ist ja jetzt eh schon haufenweise mit der Zeit mit dem scheiß U-Bahn-Station-Level davor verloren gegangen. Deswegen mache ich sie etwas schneller und zügiger. Gewesen. Erst auf den Karton und dann von den Karton hier rüber. Also ob ich nun fliege oder ob ich das jetzt so mache, wie es regulär gespielt worden wäre, es kommt aufs Gleiche raus. Also ich wäre jetzt, auch wenn ich gelaufen wäre, auf den Karton wäre auch hier rüber gibt. Ja, wo man ja, das Gefühl hört, das sind halt so diese Manöver, ist ja klar. Ja. Die Benzinfässer hier zur Hilfe nehmen, also warten, bis sie so ein bisschen in der Nähe sind, die Benzinfässer zum Explodieren bringen. Will ich aber nicht riskieren wegen Explosionen. Hat man ja vorhin gesehen, ich habe nur den scheiß Granatwerfer mal kurz benutzt. Zack, gab es schon den ersten Absturz. Hebel da drin ist klar, also ich muss wahrscheinlich ja durch, um irgendwann den Hebel hier zu kommen. Über die Förderbänder. Also über die Förderbänder dahinter fahren und dann, also auf das hier, dass ich dahinter fahre, auf den wieder zurück und erstmal den Hebel da hinten. Oh,
3. Ja, also irgendwas habe ich jetzt doch den Hebel geöffnet hier, was vorher noch verschlossen war. Man hört so schön, irgendwo lauert mir wieder was auf, also was Gebrülle hier von den Vögeln. Das Ding habe ich jetzt geöffnet hier, was vorher verschlossen war, dass ich hier an die Feuerleiter oder wie man es nennen will, ankommt hier. Komme hier. Will ich aber jetzt auch nicht riskieren, unbedingt hier abzustürzen. Naja gut, ich mach's mal. Also ich tue mal ganz normal klettern. Über diese Feuerleiter wahrscheinlich hier diesen Aufzug hier. Seine Parteien hier wieder Aufzug. Jetzt bin ich wieder hier, also Hänge wieder auf oben. Ach, hier soll ich wahrscheinlich rüber. Ja. Klar, Anspielung auf Postel 2 hier, also das Buch, was wir Dienstag in der Bibliothek zurückgeben mussten hier, der Fänger am Morgen, Catcher in the Rye. Normalerweise Catcher in the Rye, aber hier halt Catch Her, also fangen Sie. Das Ding hier verarscht mich schon wieder, weil hier waren definitiv die beiden, die hinterm Gitter standen. Also ich bin jetzt im Grunde da, wo ich bereits losgegangen bin. Also das U-Bahn-Ding ist ein scheiß Level, das hier ist echt ein scheiß Level. Du hast mich garantiert zu dem Fenster gefahren und ich bin aus Versehen aber hier rüber. Also ich muss hier durch, weil hier ja überall, Moment,
Ja, es ist blöd, ohne Ton, aber wegen der Musik. Hier, weil hier alles verbarrikadiert ist. Also ich muss, deswegen hätte ich den Fahrstuhl benutzen sollen. Ich muss in das Fenster rein, dass ich hier drüben auf der anderen Seite warten kann. Also ich fliege mal kurz. Scheiße. Ja, das lässt du mich ja nicht mehr ab. Jetzt. Ja, also man hört es, hier kommen ja weitere Gegner. Also hier war es korrekt, also hier war ich noch nicht. Hebel. Das Ding hat doch hinten geöffnet hier, also der Hebel eben da drin. Ein Hebel, der ist aber schon bewegt worden, wie es aussieht. Also anscheinend muss ich den Hebel hier nicht mehr aktivieren, irgendwas. Oh.
Erstmal, dass ich selber erschrocken bin hier mit dem Vogelleben. Jetzt hat er mich selber gerade erschrocken. Noch nie passiert, dass ich hier erschrocken bin, aber jetzt eben bei den Kunden im Büro, weil ich wahrscheinlich selber gerade nicht konzentriert war, der hat mich kurz erschreckt. Da hinten steht Exit. Ich gehe davon aus, ich bin richtig. Normalerweise kriegt man es ja mit, wo einem noch Zombies entgegenkommen. In die Richtung muss man. Und wo nichts mehr ist, da waren wir jetzt wahrscheinlich. Das Blöde ist halt bei denen, dass die Leichen nicht liegen bleiben. Da wäre es einfacher. Thank you.
Hier war es ja klar, also da geht es weiter, aber hier kommt man nicht vorbei. Also man muss hier irgendwo außen rum, um dahin zu gelangen. Also wird da ein schöner Umweg hier. Der hat mich jetzt komischerweise nicht erschrocken hier, obwohl er jetzt auch ganz unvorbereitet da stand. Der andere im Büro, also das erste Mal, wo ich wirklich selber erschrocken bin hier. Bei ihm, keine Ahnung. Wahrscheinlich konnte ich es mir denken, aber wenn er nicht gerade vorher schon sich bemerkbar gemacht hat durch Geräusche. Hier dachte ich erst der Exit, also weil ja beide Pfeile nach da zeigen hier, dass man da durch muss. Aber sie ist wahrscheinlich hier auf den Fahrstuhl gelaufen. Also ich probiere es jetzt mal, hoffentlich funktioniert. Also was ich dann später gesehen habe, wo ich hier selber erstmal wieder überlegt habe, wie kam ich weiter, wo ich mir ein Video von jemand anders angeguckt habe, der auch hier Let's Play Eternal Damnation gespielt hat. Thank you.
Ja, ich höre sie doch. Ach, da oben. Ach, hier war der Ausgang. Also habe ich es mit dem Fahrstuhl verwechselt. Ja, und jetzt ist es wieder leicht. Aber es wird schon ziemlich groß gewesen worden sein, ist das Video durch die scheiß Stellen, die aufgehalten haben. Also ich mache jetzt noch das. Dann überlege ich, was danach noch alles kam. Also irgendwann Kathedrale. Also hier, er will halt, also er wusste noch nicht. Ich muss halt kurz was erzählen, also jetzt ist er bald schön leise, jetzt kann ich ja wenigstens was erzählen. Ja, hier die Hauptfigur jetzt schon so und so, also Anspielung auf den Postel-Dude. Er hat halt immer noch nicht gerafft, dass seine Freundin in Wahrheit gegen ihn arbeitet, also sich mit dem Teufel verbunden hat. Hier Laura. Lori. Die hatten wahrscheinlich glauben lassen, dass irgendein Priester sie missbraucht hat. Dabei wollte der Priester ihm eigentlich helfen. Also er ist jetzt hinter dem Priester her. Will erst den Priester töten, der angeblich seine Freundin geschändet hat oder irgendwas anderes gemacht hat. Dabei hat der Priester wahrscheinlich einen Exorzismus bei seiner Freundin versucht. Und dann irgendwann gehen ihm die Augen auf, dass er die ganze Zeit hinter dem Falschen her war, dass in Wahrheit seine Freundin link und falsch war. Also was man in den vorigen Videos schon gesehen hat hier, was ich bisher schon durchgespielt hatte. Also teilweise einen Teufel anbetet und teilweise auch schon selber wie eine Teufelin aussieht, dass also sie sich ab und zu mal verwandelt. Also bei der Kathedrale wollte ich eigentlich nicht weitermachen und wollte eigentlich erstmal dann beim nächsten Video weitermachen, also was auf das hier gefolgt wäre. Also sobald ich merke, ich bin dort, muss ich dann erstmal stoppen. Keine Ahnung, wie groß das jetzt schon wieder geworden ist. Tut mir leid für die ganzen Stellen, die aufgehalten haben. Und beim vierten Video dann Let's Play Postal, Let's Play Eternal Damnation mache ich dann natürlich fertig das Spiel. Also hier ist das jetzt wieder alles kein Problem, aber die beiden Stellen hier, U-Bahn und Kaufhaus, die waren echt die beschissensten. Die habe ich auch so beschissen in Erinnerung. Ja, die machen wir noch eine Kippe ein und danach geht es ja weiter. Ich habe noch gerade mal mir frischen Kaffee eingeschenkt. Das bringt ja nichts, wenn auch. Wenn ich mehr Kaffee koche und dann hier so lange abgelenkt bin, dass der Kaffee wieder in der Kanne kalt wird. Geht gleich los. Moment. Also tut mir leid, es ist jetzt, wie sagt man, von der Spannung her, von der Unterhaltung her, bis auf ein paar Schreckmomente hier mit den Zombies, ist das jetzt ein absolut schlechtes Video geworden, aber. Es kann ja nicht immer alles perfekt sein und wie gesagt, ich habe es ja schon mal versucht und kam absolut nicht weiter. Erst in der U-Bahn und dann im Kaufhaus. Jetzt sind wir so, zumindest weiter. Die Fehler hat man ja gesehen im Spiel, kann ich ja nichts. Also dafür gibt es ja wie gesagt diesen Patch da. Ich bin nicht der Einzige, also ich weiß, dass es früher schon viele aufgeregt hat. Ja, die haben es ja gleich gemacht, die haben einfach die beiden Level übersprungen. Kann ich ja nicht machen, dass ich einfach Level überspringe in der Let's Play. Man muss ja schon, wenn man ein Let's Play macht, das ganze Spiel zeigen. Deswegen hat es mich ja bei Paradise Lost von Postal 2 geärgert hier, wo ich beim letzten Let's Play zu Paradise Lost, wo ich leider nicht weitermachen konnte, weil es einfach mir gar nicht möglich war. Durch diesen Bug da, durch diesen Glitch. Da hätte ich erst einen gespeicherten Spielstand gebraucht, wo ich diese eine Stelle hätte künstlich überspringen können. Den habe ich aber leider nicht mehr gehabt, wie ich dachte. Und war eigentlich war noch schlimmer. Am Schluss hat man gegen seinen eigenen Hund gekämpft, dann riesig. Deswegen hat man diese Spritze da gehabt. Also bei Postal 2 Paradise Lost. Dass man ihn wieder auf Normalgröße bringt. Und ich glaube, nochmal gegen seine Ex-Frau und dann halt gegen diesen Teufel bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Also ich habe im Grunde nur zwei Endkämpfe übersprungen.
Jetzt war das soweit fertig, also Let's Play Postal 2 Paradise Lost. Ich glaube, das ist auch ein relativ kurzes Level hier. Irgendwo begegnen mir jetzt Zombies und das spawnen immer wieder neue. Also, wenn ich mich da hinstelle, könnte ich theoretisch hier eine halbe Stunde jetzt nur Zombies töten. Also, hier ging es, glaube ich, auch nicht sehr weit. Also, hier irgendwo, keine Ahnung. Es dürfte dann relativ schnell das nächste Level erreicht sein. Hier, da irgendwo, keine Ahnung. So, spawnen immer unsere Frische hier. Ja, hier. Ja, weggegangen, also sobald ich mich umdrehe, hier, zack, ist der nächste da. Also, ich könnte hier eine halbe Stunde jetzt hier in der Zombie. Aber solange ich hingucke, passiert es nicht. Ich muss immer mich kurz wegdrehen, ja, wenn der von oben kommt. Hier der nächste. Ich muss mal kurz den Ton wegmachen wegen den Geräuschen. Verstehe ich auch nicht ganz, den sehen hier von der Stelle. Also, dass hier immer wieder neue spawnen. Theoretisch würden die einen die 100 Jahre hier aufhalten. Und es klappt aber anscheinend nicht so lange, wie man hier stehen bleibt und direkt hier hinschaut. Man muss kurz sich wegdrehen oder kurz mal ein paar Schritte weggehen und wieder hingehen. Da sind wieder neue erschienen. Also, keine Ahnung, wahrscheinlich erscheinen hier dauerhaft neue, egal wie oft ich hier welche getötet habe. Ist eigentlich total Schwachsinn eigentlich. Das macht halt nur Spaß, wenn man wirklich nur als Zombies töten will. Hier ist sogar einer hinter mir erschienen hier und jetzt der nächste dort. Also nur weil ich mich mal kurz weggedreht habe. Also man hört es schon. Ich muss nicht mal mich umdrehen hier. Also die Grünen sind jetzt. Hier der nächste. Hier. Die machen ja Geräusche. Ich bleibe mal kurz noch da, sonst muss ich ja ständig von vorne anfangen zu reden. Sobald ich mich umdrehe, also ich muss mich nicht mal umdrehen, ich weiß schon, es ist neu erschienen. Die machen ja Geräusche hier, grunzen, kreischen, fauchen. Ich verstehe halt den Sinn hier von der Stelle nicht. Das macht wirklich nur Spaß, wenn man wirklich tagelang hier immer an der gleichen Stelle stehen bleiben will, will hier ein Zombie nach dem anderen töten. Ja, der nächste. Und der nächste. Wahrscheinlich erst, wenn alle vom Platz sind, erscheinen ganz neue hier. Jetzt anscheinend doch nicht mehr. Halt. Thank you.
wenn ich mir eigentlich auch jetzt sparen hier. Wie bei den Zombies eben hier an der Stelle, wo ich eben war, erscheinen immer wieder neue hier. Wie mit den Zombies da, man hat es eben gesehen, hier der Typ mit dem blauen Hemd oder blaue Jacke. Da vorne erscheinen ständig neue Zombies, hier erscheinen ständig neue Menschen, hier schon wieder die nächste hier. Da. Also jetzt rennen sie automatisch weg hier durch das Ding. Also eigentlich totaler Schwachsinn. Ja, ich mach dich gleich halt, keine Angst. Hier, irgendwo hier erscheinen ständig neue frische Menschen. Also man könnte hier wirklich stundenlang sich hinstellen, man könnte einfach nur warten, bis neue erscheinen, könnten töten. Also. Ich frage mich, wo da das Sinn dahinter ist. Ja, die nächste Idee. Sogar so wieder zurückzurennen hier, die Idioten. Hier sind schon vor mir weggerannt, also ich hätte sie verschulden. Ne, da rennen sie wieder zurück zu mir, dass ich sie killen kann. Also total bekloppt. Ja, mir ist gerade eingefallen. Ich hätte vorhin im Cover es lauter gemacht, jetzt mache ich natürlich wieder leiser. Der MKV hat es vorhin nur lauter gemacht, weil ich ja irgendwie nicht geredet habe, dass nicht die ganze Zeit die Musik nur zu leise war. Also jetzt in den ganzen Geschreie, Gegrunze, Gekreische hier mache ich natürlich leiser. Hier sind bestimmt schon wieder weggeholt, da läuft die nächsten rum hier. Also man kann sich eigentlich sparen, hier jeden einzelnen zu töten. Das kommt man hier nie weiter hier. Da erscheinen ständig neue Zombies da vorne, hier erscheinen ständig neue Menschen, da ist schon wieder der nächste. Da rennt sie gar noch zu mir hin, also will gleich wieder sterben. Kaum geboren, also kaum neu entstanden, will er schon wieder sterben. Hier der nächste. Nee, heute mal nicht. Ja, doch hier. Kommt zum Zahnarzt. Es tut nicht weh, ich brauche ganz leise. Granatwerfer wäre als einfachste hier. Sich einfach hinstellen hier mit dem Granatwerfer, immer wieder drauf schießen. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht riskieren, dass wieder ein Absturz ist bei Explosionen. Muss aber später wahrscheinlich Granatwerfer benutzen. Das war jetzt nur vorhin, wo ich den Granatwerfer dann nicht mehr genommen habe, wo es schon mal den ersten Absturz gegeben hat. Also normalerweise ist es hier praktischer, einfach sich etwas weiter entfernt hinzustellen, wenn man Menschen töten will, und einfach immer wieder neu mit dem Granatwerfer hier hinzuschießen, sobald neuer gespawnt erschienen ist hier. Mich kurz überlegen, irgendwo hier ging es weiter denn hier. Was ist eigentlich?
Ne, ich höre da immer noch als so die Geräusche. Okay. Es ist eigentlich relativ. Alter, mal deine Schnauze. Es ist eigentlich ein relativ kleines Level, aber es ist halt vollgepackt mit Zombies und mit Leuten, die immer wieder neue spawnen hier. Hier schlägt mich sogar. Schlägt mich sogar in die Baseball-Freunde hier. Die Drecksau. Also, einerseits können sie Schusswaffen benutzen, andererseits können sie auch hier Werkzeuge wie Machete, Hackebeil, Baseballkeule benutzen. Also, so dumm sind die Zombies hier gar nicht. Sind halt eher ernstzunehmende Zombies. Das ganze Spiel ist eher ein ernstes Spiel, also im Vergleich zu Postal 2. Irgendwo hier hinten ging es dann weiter. Ja. Ich überlege jetzt selber gerade, also ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung. Ach ja, jetzt fährt er wahrscheinlich zu der Kathedrale hier zum Priester. Also danach werde ich mal Schluss machen und werde dann beim nächsten Video komplett bis zum Ende spielen, ja. Ich muss, naja, gleich. Ich muss so schnell in die Ecke, weil ein neuer Tag hat begonnen. Also ich muss mein hier Cheatcode wieder, also ein neues Ding hat begonnen. Ich muss meinen Cheatcode wieder aktivieren. Es war doch nicht die Katastrophe, wie ich gedacht habe. Soweit ich weiß, kommt der Wald und danach dürfte nicht mehr viel kommen. Also ich mache jetzt hier erstmal eine Pause, lade dieses Video hoch und beim nächsten spiele ich dann ein komplettes Spiel bis zum Schluss. Es tut mir leid, jetzt. Dass es mit der U-Bahn und mit dem Kaufhaus eher uninteressant war, aber ich kann ja nicht einfach Level übergehen im Let's Play. Man hat ja grob gesehen, also wie es eigentlich richtig gemacht werden soll. Man hat es ja gesehen, also ich konnte gar nichts dafür. Ich speichere jetzt noch kurz hier an der Stelle und bereite alles vor fürs nächste Video. Also tut mir leid, ich tue jetzt erstmal das jetzt beenden und hochladen. Das ist halt nicht unbedingt das Beste, aber es gehört halt auch zum kompletten Let's Play von Eternal Damnation. Ja, also U-Bahn-Station hatte ich letztes Mal gespeichert, haben wir ja jetzt Gott sei Dank doch. Hat es geklappt und danach Kaufhaus, auch wenn es ziemlich lange aufgehalten hat. Und ab dem hier Wald und Kathedrale und irgendwas dürfte dann nicht mehr viel kommen, also beim nächsten Video, das dürfte dann nicht mehr so lang werden. Gut, dann bis zum nächsten Video.